nochmal das Board TTGO-TSV12 ausprobieren mit ESP32 und einer Anzeige. Es ist nicht so sehr teuer. Hier auf der Seite ist es ein wenig sehr teuer. Hier ist es nochmal ein wenig größer. Da kann man ein Programm laden, das einen Würfel zeigt. Und wir wollen dieses Programm ein wenig ändern, sodass mit dem eingebauten Neigungsmesser, mit dem Gyro, der Würfel gedreht werden kann und auch nach links, rechts, oben, unten verschoben werden kann. So, hier ist schon der Würfel. Und jetzt drehe ich mal um die Hochachse. Also ja, da dreht sich der Würfel. Dann kippen wir das Ganze mal. Das ist Roll. Dann bewegt sich der Würfel nach links und rechts. Und dann den Pitch nach oben und unten bewegt sich der Würfel nach oben und unten. Und kann dabei natürlich auch gedreht werden. Der Sketch kann runtergeladen werden von folgender Adresse. Und der Sketch heißt ESP32144Giro.ino.